Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Erni, Mediale Energetiker, und ich habe heute ein spannendes Thema für dich vorbereitet. Man hört ja ganz oft, dass Gefühl und Verstand oder Kopf und Herz nie unter einen Hut zu bringen sind, und viele haben da Probleme, und vielleicht kennst du es auch, dass manchmal der Verstand was anderes sagt als das Herz, und dass da immer eine gewisse Diskrepanz, eine gewisse Differenz zu sein scheint, obwohl natürlich beides dir innewohnt. Jetzt gibt es so esoterische Ansichten, die sagen, na, das Herz ist ja natürlich viel, viel näher an deiner Wahrheit, an deinem Zentrum, an deinem göttlichen Ich dran als jetzt der Kopf. Und der Kopf ist eher mit der Außenwelt verbunden und das Herz führt dich mehr nach innen. Was nur teilweise so stimmt, weil ich sage es immer gerne bei mir in Kursen auch, dass das Herz, und gerade wenn das Herz aufgeht, auf keinen Fall das Ende der Reise ist. Und leider passiert das ganz vielen, die glauben, jetzt fühlen sie auf einmal so viel, dass sie energetisch irgendwie jetzt, also sie sind sehr berührt durch diese emotionalen Erfahrungen und haben sehr viel Eindrücke, emotionale Eindrücke. Und da glauben ganz viele, dass das jetzt das Ende der Reise ist. Und dabei ist dieses Emotionale, dieses Sentimentale nur eine weitere Leiter. Denn wenn du intuitiv bist, bist du eigentlich sehr nüchtern, sehr kühl. Nicht so wie im Kopf, also gefühlskalt, sondern du bist nüchtern, du bist neutral und du hast eigentlich einen guten Abstand, sowohl zu deinem Herzen als auch zu deinem Verstand. Also du hast da eigentlich eine andere Ebene erreicht, wenn du ganz in deine Intuition eintauchen kannst. Aber dennoch ist es wichtig, weil das natürlich was ist, was wir als erstes spüren. Wir spüren Gefühle oder wir nehmen unsere Gedanken wahr. Und das ist natürlich das, was uns im Alltag extrem lenkt. Das Problem, das wir haben, ist, dass die beiden auf unterschiedlichen Frequenzen schwingen. Du kannst dir das so vorstellen, wie bei einer Tonleiter, wo ein höherer Ton eine andere Frequenz hat als ein tieferer Ton, oder wenn du es mit der Musik nicht so hast, kannst du es dir vorstellen wie bei einem Regenbogen von den Farben her. Da wirst du das Gefühl haben, wenn du eher so zu Rot gehst und dir Rot vorstellst und dann zum Beispiel Grün hernimmst, dass das Rot ein bisschen schwerer, ein bisschen dichter wirkt als das Grün. Also auch die Farben haben unterschiedliche Frequenzen und genauso schwingt natürlich Herz und Kopf anders. Das merkst du, wenn du zum Beispiel Liebeskummer hast. Vom Kopf weißt du, okay, die Beziehung ist beendet, aber womöglich ist noch irgendwo emotional eine Sehnsucht hin und du merkst einfach, du hängst da länger drinnen, als es womöglich mit dem Kopf ist. Auch wenn du die Beziehung beendet hast. Da kann man es zum Beispiel merken. Es kann auch sein, dass man sich selber überfordert mit seinen Gedanken. Also wenn du dich selber stresst und sagst, du hast 100 Sachen zu erledigen oder 100 Termine, dann kann das sein, dass dich das selber in so einen emotionalen Stress, in so einen Druck rein verfrachtet, wo du dann selber ganz schwer wieder rauskommst. Was ich auch oft beobachte bei Klienten ist, dass sich die verwurschteln und es allen recht machen wollen. Das heißt, die sagen, ja, ich habe die Person lieb, ich habe die Person lieb, ich mag die beide. Und dann gibt es immer so doppelte Vereinbarungen und man möchte auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Aber natürlich bekommt man das nie unter einen Hut. Und dann gibt es immer einen gewissen Streit, einen gewissen Konflikt, einen gewissen Leidensdruck, der daraus resultiert, dass man eben wirklich auf einer Ebene offen ist. Obwohl einem dann der Kopf womöglich sagen würde, du pass auf, das ist jetzt nicht geschickt, da hast du schon einen anderen Termin. Also man kann womöglich auch zu schwer dann sich mal abgrenzen oder Nein sagen, weil man ja eigentlich alles machen möchte, von Herzen her auch alles gerne machen möchte. Leute, die zu stark auch zu dieser Emotionalität neigen, auch mit dem Herzen, das habe ich auch viel in der Praxis, die verausgaben sich natürlich immer. Und ich höre dann immer dieses, ja, ich tue es ja gerne, ich habe die Leute gerne. Und trotzdem erschöpfen die sich, weil sie nicht so gut haushalten können mit ihren Kräften, weil das halt alles so über diese emotionale Ebene läuft.
und der Energiehaushalt eigentlich weiter unten, rein vom Chakrenmodell, vom Wurzelchakra her gesteuert wird. Und da sollte eigentlich so dieses Energiereservoir dann sitzen. Also du siehst, da gibt es so ganz unterschiedliche also Zustände schon und wie man sich das vorstellen kann. Und heute wollen wir mit dieser Übung, mit dieser Meditation einfach mal Bewusstheit schaffen. Und zwar deine eigene Bewusstheit und deine eigene Klarheit. Denn letzten Endes bist du die Herrin, bist du der Herr deiner Gedanken und auch deiner Gefühle. Versteh mich nicht falsch. Natürlich ist es so wie ein Radio. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, die Nachrichten einschaltest und da irgendeine Meldung geliefert bekommst, ist das natürlich nicht dein Gedanke, sondern das ist ein äußerer Gedanke, der bei dir vielleicht dann was auslöst oder irgendetwas triggert. Also wir empfangen natürlich auch fremde Sachen. Aber wichtig ist es unterm Strich, dass du selber Klarheit in deinem Kopf und in deinem Herzen natürlich schaffen kannst und dass du dir selber bewusst bist, wie bin ich gerade drauf, welchen Anteil kann ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr bemühen, welchen ein bisschen anders, welchen ein bisschen weniger und das ist eigentlich dann dir überlassen. Und da hilft die Energetik sehr gut, denn die Energetik, ich habe es vorher schon erwähnt, bietet ja jenseits von Herz und jenseits von Verstand die Ebene deiner Intuition. Und mit diesem Licht, mit dieser Klarheit, mit dieser Intuition gehört jetzt gearbeitet. Und intuitiv sein ist nichts Vages, das ist wie ein Muskel, der trainiert gehört. Das heißt, mit dieser Übung kannst du gleichzeitig auch ein Intuitionstraining machen. Das ist quasi wie ein Muskeltraining für deine Intuition, für deine innere Stimme, für deine innere Wahrnehmung, für deine Selbstwahrnehmung auch, wo du dann ganz klar auch deine Gefühle und deine Gedanken beobachten kannst. Hast du vielleicht schon mal gehört, dieses Zeuge sein aus dem Buddhistischen und wo du dann auch natürlich mit dem arbeiten kannst. Warum kannst du arbeiten? Weil du nicht damit identifiziert bist. Wenn du jetzt mit deinem Gefühl identifiziert bist, zum Beispiel Liebeskummer, dann ist dein Programm nur, du leidest wahnsinnig. Du kommst aus diesem Leidensdruck nicht raus, weil du halt traurig bist, weil du enttäuscht bist, weil du Liebeskummer hast. Wenn du dich allerdings ein bisschen aus diesem Kummer rausbegeben kannst in die Intuition und merken, okay, ich bin da gekränkt, ich bin da verletzt, dann entsteht zwischen dem Leiden, dem Liebeskummer und dir schon ein Abstand. Und dadurch lässt auch schon dieser Liebeskummer nach, lässt der Leidensdruck nach. Und das musst du erlebt haben, um es nachvollziehen zu können. Das ist jetzt nichts, was so von selber kommt, sondern das ist wirklich ein bisschen ein Training. Aber ich verspreche dir, wenn du da dran bleibst, auch mit dieser Übung und diese Übung auch wiederholst, dann wirst du merken, dass du da ganz großartige Fortschritte machst und dich immer weiter so beobachten kannst und eben auch diese Ebenen, Verstand und Herz oder Gefühl, einfach auch anders ausbalancieren kannst, dass es dir besser geht und dass du dich da auch wohlfühlst. Gut, dann wollen wir jetzt einmal starten. Du kannst jetzt als Bild einmal nehmen, du nimmst jetzt einfach einmal dein Alltagsbewusstsein. Dein Alltagsbewusstsein, was spüren wir denn? Wir spüren den Körper, wir spüren die Atmung, vielleicht spüren wir irgendwelche Gedanken, vielleicht spüren wir irgendwelche Gefühle. Und das ist so im Gesamten mal so unser Alltagsbewusstsein. Ab und zu kommen dann noch ein paar Triebe oder Wut oder solche eher ursprünglichen Gefühle dazu. Aber das ist so der Alltag. Das ist deine Hülle. Und was wir jetzt machen mit dieser Intuition, ist einfach einmal, dass wir Identifikationen lösen und das läuft jetzt zuerst mal ein bisschen über eine rationelle Ebene und ich werde mal schauen, dass ich dich da jetzt in diese Intuition führen kann. Warum kann ich das machen?
Einfach deshalb, weil ich mich schon ein Vierteljahrhundert damit beschäftige und wie ein Reiseleiter bin. Das heißt, ich bin der Typ, der schon 100 Mal mit dem Bus dorthin gefahren ist. Und wenn du dich in diesen Bus setzt, dann kann ich dir garantieren, dass ich dich dorthin bringe. Und deshalb weiß ich, kannst du das erreichen, wenn du jetzt einfach in diesen Bus steigst. Und der Bus ist einfach, hör meinen Worten zu. Du brauchst da gar nicht dich zu sehr zu konzentrieren. Schau einfach, dass du entspannst und meinen Worten dann zuhörst. Also schließ mal deine Augen. Das hilft mal, zur Ruhe zu kommen. Und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und nimm dir mal dieses Bild mit. Es gibt einen wachen Anteil in dir, der alles wahrnimmt, der allerdings neutral ist. Deine Gefühle, deine Gedanken, alles, was um dich passiert, wird wahrgenommen, wird beobachtet, ohne dass sich der Zeuge in dir verändert. Das wäre so im christlichen Bild quasi die unsterbliche Seele. Und wir schauen jetzt einfach, dass du in diese Qualität reingehst, in dieses Seelenlicht reingehst, in diesen Anteil von dir, der alles beobachtet. Du musst gar nicht wissen, wo der ist, sondern während du diese Worte hörst, sinkst du ganz bewusst immer tiefer und tiefer in dein Zeugesein, jenseits deines Verstandes, jenseits deiner Emotionen, tauchst du in den Anteil ein, der Zeuge ist. Du entspannst dich immer mehr und während du dich entspannst, sinkst du in diesen Zeugenteil, in diesen bewussten Anteil von dir. Atme tief ein und wieder aus. Und nochmals tief ein und wieder aus. Dein Bewusstsein strebt jetzt zu deinem inneren Zeugen. Und du erreichst jetzt dieses Zeugenbewusstsein und du spürst, wie sich dein Inneres mit einem strahlenden weißen Licht auskleidet. Dein ganzer Körper besteht jetzt aus strahlend weißem Licht. Und dieses strahlende Licht breitet sich in dir aus. Und alle Gefühle und Gedanken,
die dich daran gehindert haben, dieses Licht zu 100% zu leben, fallen jetzt ab, werden hinter dir gelassen und du tauchst absolut in dieses Zeugesein ein. Es ist dein Mittelpunkt, dein Zentrum. Es ist der Punkt in dir, der dich im Hier und Jetzt in der Gegenwart verankert und du spürst, dass du eine tiefe, kristallklare Klarheit in dir entwickelst. Du bist jetzt in diesem neutralen Raum, in diesem Zeugesein. Du bist strahlendes Licht. Und durch ein Fenster kannst du dein Äußeres wahrnehmen. Aber du nimmst jetzt nicht dezidiert die Formen wahr, also wie dein Körper ist, wie dein Alter ist, wie dein Geschlecht ist, sondern du nimmst jetzt dein Wesen wahr. Das, was in dir wehst, was deine Wirklichkeit ist. Und du kannst dieses Wesen nach der alten Tradition gerne in die Chakren einteilen, wenn dir das liegt. Dann wäre das Wurzelchakra das Wesen so deiner Lebensenergie, dein Energiehaushalt, das Nabelchakra so das Wesen deiner Lebenslust, deiner Leichtigkeit, dein Solarplexus, das Zentrum deiner sozialen Kontakte, das Herzzentrum, das Zentrum des Liebegebens und Nehmens, das Halszentrum, das Zentrum der Kommunikation und des Handelns, das dritte Auge, das Zentrum deiner Intuition und letzten Endes noch das Scheitelchakra oder Kronenchakra, die Verbindung zum göttlichen Licht. Und du kannst jetzt wahrnehmen, wo auf dieser Ebene du ganz genau etwas verändern möchtest. Und die erste Ebene, wo jetzt etwas verändert wird, ist die Ebene deines Solarplexus. Der Solarplexus steht für dich und die anderen. Das heißt also, du und alle Beziehungen mit dem Außen. Also sind in deinem Solarplexus auch unterschiedlichste Emotionen gespeichert. Eine weitere Analogie zum Solarplexus wären auch die Emotionen, die du im Magen-Darm-Trakt verdauen möchtest. Und du erlaubst dir jetzt, dass auf dieser Ebene eine Reinigung stattfindet. Aber du bist nur Zeuge, du bist nur neutral. Und deshalb hast du für diese Ebene des Solarplexus, für die zwischenmenschlichen Meditationen auch geistige Helfer und Führer an deiner Seite. Also alle zwischenmenschlichen Beziehungen, da hast du geistige Helfer und Führer an deiner Seite. Und im Falle deines Solarplexus ist das eine strahlende, goldene Energie. Und das ist so
Erzengel Gabriel. Und der beginnt jetzt, alle zwischenmenschlichen Beziehungen zu klären und zu reinigen, sodass du zu 100% frei bist vom Spiel der Emotionen, von den Verwicklungen, den Energiezockspielen, die du tagtäglich spielst. Ob es in deiner Arbeit ist, in deinem Familiensystem, spielt keine Rolle. Das wird jetzt einmal gereinigt und du beobachtest die Heilung und Reinigung des Solarplexus. Du bleibst mit deinem Bewusstsein im Hier und Jetzt. Auch wenn sich vielleicht etwas löst oder getriggert wird, wie Streit oder Zwietracht, du bleibst absolut Zeuge. Und du erlaubst jetzt, dass alles im Solarplexus in die Heilung geht. Was da jetzt belastend auf dich einwirkt. Ein Riesenthema im Solarplexus ist auch die Suche nach Liebe und Angenommensein. Also das Gefühl, ich könnte die wahre Liebe durch einen anderen Menschen erfahren und auch die Sehnsucht, ich könnte so diese bedingungslose Liebe auf der menschlichen Ebene erfahren. Am ehesten entspricht noch die Liebe einer Mutter zum Kind dieser bedingungslosen Liebe. Aber letzten Endes geht es darum, diese Liebe in deinem Inneren erblühen zu lassen. Und zwar nicht zu einem anderen Menschen hin, sondern dass sich diese bedingungslose Liebe auf dein Innerstes, auf deinen Ursprungsfunken bezieht. Das heißt, so diese göttliche Liebe. Und diese göttliche Liebe schwebt über den Emotionen des Solarplexus in deinem Herzchakra. Und dir wird bewusst, dass du diese Reise auch machst, dass sich diese bedingungslose göttliche Liebe jetzt in deinem Leben manifestiert und du stets überfließt vor Gnade, vor Liebe und Würde, weil du ganz aktiv und ganz bewusst dein Herzzentrum jetzt dem höchsten Licht, der höchsten Liebe weist. Atme mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt ganz bewusst, völlig klar, diese bedingungslose Liebe in deinem Leben zu entfalten und spür den Unterschied der bedingungslosen Liebe und der zwischenmenschlichen Emotionen. Spür, wie sich in deinem Inneren eine neue Vision auftut, eine neue Zufriedenheit und eine tiefe Liebe deiner Quelle, dem Göttlichen gegenüber.
Atme jetzt einmal tief ein und wieder aus. Und erlaube jetzt diese höchste Ordnung, diese höchste emotionale Ordnung und diese höchste Ordnung der Liebe in deinem Leben zu manifestieren. Sämtliche emotionalen Bindungen werden hier und heute aus deinem Leben gelöst. Alles, was nicht der bedingungslosen Liebe entspricht, verlässt jetzt dein System. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus und spür, wie sich dein Brustraum und auch dein Solarplexus, also dein Magenraum, entspannt und immer weiter wird. Und Erzengel Gabriel löst eben noch weiter, so diese zwischenmenschlichen Themen. Und du spürst jetzt, dass du von sämtlichen Vorstellungen der Liebe und was Liebe ist, also sämtlichen Prägungen der Liebe abgetrennt wirst und nur mehr die reine göttliche Liebe in deinem Herzen spürst. Du spürst eine tiefe Reinheit, einen tiefen Frieden in dir und eine tiefe, tiefe Dankbarkeit. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus und erlaubst dir jetzt mit dieser Kraft, dieser Ballung von deinem Solarplexus und von deinem Herzen deine Glaubens- und Manipulationssätze in deinem Kopf zu lösen. Also deine Gedanken, dein Gedankenkreisen zu lösen. Und du beobachtest jetzt zuerst einmal so deinen Kopf. Nimmst mal wahr, wie sich im Kopf diese Gedanken drehen und immer weiter drehen, wie der einfach nicht stillsteht, wie das immer weitergeht und weitergeht und weitergeht. Und du spürst, dass vielleicht ganz viele Ideen, Gedanken, ganz viel Geflüster, ganz viel Geschreie, ganz viel Geheule in deinem Kopf andocken möchte. Und das ist die Lautstärke oder das ist das Laute, das Geräusch von außen. Und dieses Geräusch wird nun abgelöst. Also alles, was du von außen auf deiner Verstandesebene gespeichert hast, jegliche Geräusche werden jetzt gereinigt, gelöst und dein Kopf, dein Verstand richtet sich wieder mehr deinem Zentrum zu. Sämtliche Erschöpfungen werden jetzt abgesaugt. Erschöpfende müde Gedanken, Gedanken oder Energien, die dir das Gefühl geben, dass du keine Energie hast, dass du schlapp bist, werden jetzt gelöst und
transformiert. Jegliche Manipulationsenergie wird jetzt gelöst und transformiert. Du richtest dich absolut bewusst in deiner Mitte ein, atmest tief ein und wieder aus und beobachtest mal, wie viel Stress auf deinem Verstandeszentrum gespeichert gewesen ist. Und dieser Stress wird jetzt gelöst und transformiert. Und du musst das nicht selber machen, genauso wie beim Solarplexus. Erhältst du da jetzt Hilfe? Und zwar hilft dir da die violette Energie von Erzengel Metatron. Und der löst jetzt sämtliche Beeinflussungen und Manipulationen, die du auf dieser Ebene gespeichert hast. Alle Gedanken, die sich zu sehr auf die Erde, auf die Materie beziehen, auf Gefühle beziehen, auf andere Menschen beziehen, auf gewisse politische Lagen beziehen, all das, was mit der Verzauberung der Welt in deinem Verstand zu tun hat, wird nun gelöscht. Und du spürst, wie dein Kopf sich weitet und freier wird, wie deine Augen klarer werden, schärfer sehen, wie deine Sinne gestärkt werden. Und du atmest tief ein und wieder aus und spürst, dass mit jedem Augenblick dein Verstandeszentrum immer freier und freier wird, sich mehr und mehr von jeglicher Manipulation löst. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Und du erlaubst dir jetzt, dass dein höchstes Bewusstsein sich in dir verankert. Und vor allem löst sich jetzt die Manipulation, dass du zu etwas zu klein bist, dass du etwas nicht verstehst. Alle Gedanken des Selbstboykotts lösen sich jetzt und du spürst, dass du immer klarer, freier und würdevoller wirst. Du spürst, wie sich eine tiefe, tiefe Klarheit, Heilung und Entspannung anbahnen. Atme einmal tief ein und wieder aus und spüre, dass du jetzt ganz klar und ganz bewusst in dir bist. Klarheit im Herzen und Klarheit im Verstand. Und auf diese Klarheit folgen klare soziale Kontakte, klare Umsetzungen deiner Pläne, klare Zielsetzungen, und ganz viel Leichtigkeit und Freude, weil du dich jetzt mit deinem Lebensziel und deiner Lebensaufgabe auch nochmal verbunden hast. Und du spürst, dass du genau
an dem Ort, in der Zeit bist, wo du sein sollst. Du spürst die bedingungslose Liebe und du spürst die Führung von Gabriel und auch von Metatron. Und du spürst, dass du frei bist, dass du klar bist und dass du unendlich geliebt wirst und kein Gefühl, das du fühlen könntest und kein Gedanke, den du denken könntest, könnte dir diese Liebe, dieses Band, diese innere Stabilität verwehren. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Nimm nochmal dein Zeugesein ganz klar wahr. Bedank dich bei deinen geistigen Helfern und Führern und fühl nochmal nach. Und spüre, dass du während dieser Reise gewachsen bist, klarer geworden bist und mehr in deine Erwachsenenenergie eingetaucht bist. Spüre, dass dein Verstand und dein Herz harmonisch miteinander interagieren, dass die gar keine Feinde sind oder sich gegenüberstehen, sondern nur Teilaspekte von deinem Selbst. Und dass du mit deiner Intuition die Kontrolle über deine Gedanken und deine Gefühle übernommen hast. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und bewege dann deinen Körper, streck dich mal durch und schau, dass du in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückkommst. Fühl nochmal nach, spür einfach mal, wie es sich anfühlt und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. Bedank dich nochmal, atme nochmal tief ein und aus. Und dann öffnest du deine Augen und bist wieder ganz im Hier und Jetzt. Ich hoffe, du kannst die Eindrücke von dieser Meditation mitnehmen. Du kannst sie natürlich wiederholen. Du kannst mit deiner Intuition auf ganz unterschiedlichen Ebenen von deinem Leben natürlich ansetzen und da auch Bewusstheit mit einfließen lassen. Aber du siehst schon, es ist eigentlich relativ leicht, in dieses Zentrum zu kommen. Und wenn es dir vielleicht nicht so leicht gefallen ist, dann kein Stress, du kannst es wiederholen. Ich sage es ja immer, das ist wie Sport, das gehört trainiert. Und wenn du das Gefühl hast, dass du das öfter machen möchtest, dann bleib einfach dran und wiederhol es einfach wieder. Ja, jetzt haben wir mal den Kopf frei und das Herz frei. Und mir bleibt nur mehr, dir alles, alles Gute zu wünschen. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Bleib gesund, wo auch immer du bist. Und wenn dir diese Meditation gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal, lass mir ein Like da, teile das Video und ja. Übe natürlich auch damit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dein Oliver Erni, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Tschüss und alles Gute.